So, dann haben wir hier noch den Maceo. Der Maceo ist auch ein netter Bursche. Er ist ein bisschen vorsichtiger. Ist auch der letzte seiner Geschwister, also auch schon etwas hier. Der ist in der Hundegruppe super lieb. Ganz lieber Kerl. Freundlich, sozial, ausgeglichen. Ist auch ein gemütlicher Typ. Man mag das jetzt gar nicht, dass ich so den Fokus auf ihn lege. Und er denkt sich auch, was will die denn von mir? Hey, ist doch alles gut. Also man sieht, er ist ein bisschen vorsichtig. Ja, für ihn wäre es natürlich toll, wenn er adoptiert wird, dass er vielleicht auch kein Einzelhund ist und dann vielleicht auch eher so ländlich wohnen würde. Ne? Das würde ihm sicher gut gefallen bei hundeerfahrenen Menschen. Aber er ist einfach ein lieber Kerl. Hier in der Hundegruppe total unauffällig, wenn er den Auslauf besucht. Und auch kein Kläffer großartig. Also, dass er am Zaun hängt und wenn die anderen hier rumflitzen. Also, das sind, also Theo und Maceo, das sind so zwei liebe Burschen. Obwohl der Theo natürlich ein bisschen offener ist. Ne? Also, der Maceo ist immer so ein bisschen vorsichtig. Ja, das ist halt ein Charakterzug von ihm. So war der schon als Welpe. Er ist eher der Vorsichtigere. Und dann hier in der Alberge, klar, jemand, der sich, jo, das ist das für ein Ding. Komm mal her, du bist doch so ein lieber Kerl, ne? Dann macht er so sein Ding. Jetzt geht er da rein. Maceo, okay.